Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und heute habe ich für euch einen richtig einfachen Pile-Up-Spot, mit dem ihr ganz einfach eure Tarnungsaufgaben oder ganz viel XP machen könnt. Es ist sehr leicht auf diesen Pile-Up-Spot raufzukommen, ihr braucht dafür gar keine Vorbereitung, ihr startet einfach eine Runde die Maschine und nehmt die Waffe eurer Wahl. Am besten nehmt ihr natürlich eine Waffe, die ihr auch leveln wollt, beziehungsweise bei der ihr eure Tarnung gerade machen wollt. Seid ihr auf die Maschine angekommen, müsst ihr zur Medbay-Area laufen, das ist gerade hier, wo ich gerade bin. Hier müsst ihr von einer etwas weiteren Entfernung auf die Eisenlunge springen, dann raufklettern, sodass man eine Animation macht und dann schnell den Stick nach hinten ziehen, sodass euer Charakter einen kleinen Schritt nach hinten geht. Wenn ihr es richtig gemacht habt, werdet ihr merken, dass die Zombies sich unter euch anpeilen. Nun werden sich alle Zombies dort in diesem kleinen Bereich anpeilen, ihr könnt ganz einfach eure Headshot-Challenge zum Beispiel machen. In Kombination mit Deadwire könnt ihr natürlich auch ganz, ganz viele Kills mit ganz wenig Munition machen. Munition ist jedoch bei diesem Glitch gar kein Problem, denn ihr könnt ganz einfach Power-Ups einsammeln, wie zum Beispiel Max Muni. Ein weiterer Vorteil bei diesem Glitch ist, dass der Megaton an seiner Spawn-Position stehen bleibt. Wenn ihr mal bei mir auf die Karte achtet, seht ihr, dass der Megaton einfach stehen geblieben ist an der Stelle, wo er gespawnt ist, und zwar genau vor mir. Der Megaton wird sich auch gar kein Stück bewegen, solange ihr auf diesem Spot drauf seid. Wenn ihr keine Munition mehr habt oder punchen gehen müsst, dann lasst ihr am besten einen Zombie übrig, springt runter von dem Pile-Up-Spot und geht punchen. Dabei dürft ihr nicht vergessen, dass der Megaton nur noch von seiner Spawn-Position sich bewegt und auf euch zukommt. Jedoch seid ihr schneller als der Megaton, das heißt, ihr könnt eure Waffe punchen und dann, wenn er da ist, ihn töten. Meiner Meinung nach einer der einfachsten Pile-Up-Spots zurzeit, den ihr auf jeden Fall ausnutzen solltet. Und natürlich könnt ihr diesen Glitch auf dem PC, auf der PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series X machen. Und das war's auch schon. Wenn ich euch helfen konnte, dann liked doch gerne dieses Video, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Cold War Zombie Glitches zu verpassen. Teilt das Video mit euren Freunden, damit sie auch diesen Glitch machen können, solange er noch nicht gepatcht ist. Und schreibt in die Kommentare, wie geil ihr diesen Glitch findet. Oder ob ihr ihn sogar schon kanntet. Dann war's es auch schon. Haut rein, danke fürs Zuschauen und ciao.